Es war einmal ein König. Seit 400 Millionen Jahren regierte Hai den größten Lebensraum unseres Planeten. Und doch wird kein anderes Tier im Meer so gnadenlos gejagt wie der Hai. Jede Sekunde werden weltweit 6 Haie von Menschen getötet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einatme, stirbt eine Handvoll Haie und wenn ich ausatme, stirbt die gleiche Zahl noch einmal. Doch ohne Haie können wir nicht überleben. Ohne sie wird das Gleichgewicht der Weltmeere endgültig kippen. Und damit verlieren wir unsere wichtigste Sauerstoffquelle. Wenn wir nicht schnellstmöglich umdenken und handeln, dann explodiert eine ökologische Zeitbombe. Eines der ältesten Lebewesen unseres Planeten stirbt aus. Der Hai hat Dinosaurier überlebt und Eiszeiten überstanden. Aber jetzt kämpft er mit einem übermächtigen Feind. Seinem Image. Ein falsches, ein tödliches Image. Folgen Sie den Anweisungen des Kabinenpersonals. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus den Fächern über Ihnen. Legen Sie zunächst Ihre Maske selbst. Eine tröstliche Vorstellung und ein Luxus, den sich die Erde nicht leistet. Unser größter Sauerstofflieferant ist das Meer. Bei jedem zweiten Atemzug nutzen wir den Sauerstoff, der vom Blaualgen im Meer produziert und freigesetzt wird. Die Ozeane sind unsere Lunge, unsere Klimaanlage und sie sind in Gefahr. Von hier oben sieht das alles noch ganz friedlich aus. In Wirklichkeit ist es ein Schlachtfeld. 2/3 der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Das Meer ist der größte Lebensraum unseres Planeten. Ein Lebensraum, von dem wir kaum etwas wissen. Und den wir mit unserer Ignoranz vollkommen aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Das perfekt organisierte Ökosystem Meer funktioniert nicht mehr. Wenn wir die Ozeane weiterhin so ausbeuten, wird es in 40 Jahren keine Fische mehr geben. Doch unser Bedarf steigt ins Maßlose. Wir überfischen die Weltmeere, wir plündern die letzten Fischgründe, wir erfinden immer grausamere Fangtechniken. Auch der Hai ist machtlos gegen diesen Großangriff. Jedes Jahr verliert das Meer 200 Millionen Haie. Mit schrecklichen Konsequenzen. Denn Haie regulieren und stabilisieren die gesamte maritime Ordnung. Der Hai ist der König. Und wenn der König angegriffen wird, dann stürzt das gesamte System. Ein gesundes Meer managt unser Klima, die Temperaturen, die Winde und die Regenfälle. Es sichert unser Überleben. Ein krankes Meer ist dazu nicht mehr fähig. Es gibt nur noch wenige Orte auf der Welt, an denen große Haiarten ein halbwegs sicheres Refugium haben. Einer davon liegt vor Oahu, der Hauptinsel von Hawaii. Und hier haben die Haie und ich eine gemeinsame Freundin. North Shore, einer der berühmtesten Surfspots der Welt. Bei Wellenreitern sind Haie nicht unbedingt beliebt. Dennoch immer hält sich das hartnäckige und absolut schwachsinnige Vorurteil, dass Surfer zu den Leibspeisen von Haien gehören. Tatsache ist, dass pro Jahr keine Handvoll Menschen an einer Haiattacke sterben. Die viel größere Gefahr kommt zum Beispiel von oben. Es werden jedes Jahr weitaus mehr Menschen von Kokosnüssen erschlagen, als von Haien angegriffen, geschweige denn umgebracht. Und das weiß niemand besser als die Frau, mit der ich hier verabredet bin. Stefanie Brendel. Die gebürtige Fränkin ist Hai-Expertin, lebt und arbeitet seit über 10 Jahren auf Hawaii und ist außerdem eine gute Freundin. Wenn jemand beweisen kann, dass Haie friedliebend sind, dann sie. Ja, Steffi! Na? Willkommen zu meiner Hai-Tour nochmal. Es gibt wenige Menschen auf der Welt, die so viel Zeit mit Haien verbringen wie Stefanie. Mehrmals täglich geht sie mit den Tieren tauchen. Ohne Messer,
ohne Käfig und ohne Schutzanzug. Bewaffnet nur mit Liebe und Respekt. Genau das gibt sie an ihre Besucher weiter. Sie liefert ihnen ein einmaliges Erlebnis. Auge in Auge mit Haien schwimmen. Für Steffi auch eine Erziehungsaufgabe. Wenn die persönliche Erfahrung machen mit den Tieren, mit den Haien, und die sehen, dass sie wirklich nur friedlich um den Käfig rumschwimmen, dann ist es ganz egal, was sie wissen. Die gehen heim mit einem ganz anderen Respekt und Eindruck von Haien. Auf den Käfig werde ich heute verzichten. Ich will keinen Sicherheitsabstand. Ich will Haien vertrauen. Also ich finde, kein Lebewesen schwimmt so elegant wie Haie. Um Haie zu begreifen, muss man sich in ihr Element begeben. Denn wir fürchten immer nur das, was wir nicht kennen. Okay. Was alles? Alle, ja. Maske? Okay. Also alle? Okay. Ich gehe jetzt erst rein und dann. Okay. Eine Gruppe von Galapagos-Haien ist direkt unter dem Boot. Im ersten Moment blockiert der Verstand. Der ungesunde Menschenverstand. Der gespeichert hat, Raubtier, Fleischfresser, Menschenfresser. Der Hai kann mein Herzklopfen spüren. Er hat ein unglaubliches Nervenkostüm. Er ist ein hochsensibles Wesen. Rund 20 Tiere kreisen neugierig um uns. Friedlich, vorsichtig, beinahe ängstlich. Wenn man Haie so in ihrem Element erlebt, dann kann man eigentlich gar nicht anders. Man muss sie bewundern. Ich empfinde tiefen Respekt. Das ist vollendetes Design. In atemberaubenden Variationen. Es gibt rund 500 verschiedene Haiarten, doch jede fünfte von ihnen gilt als bedroht. Große Haiarten wie der Walhai sind besonders gefährdet. Noch bevölkern Haie alle Weltmeere. Seit 400 Millionen Jahren erfüllen sie zuverlässig ihre Aufgabe als Meerespolizei. Sie entfernen verletzte, kranke und tote Tiere. Sie erhalten die ausgewogene Artenvielfalt in den Ozeanen. Sie haben die Entwicklung zahlloser Meeresbewohner beeinflusst, geformt und sie zu dem gemacht, was sie sind. Haie sind die wahren Herrscher der Meere. Sie können kilometerweit hören, riechen und schmecken. Sie sind neugierig und lernfähig. Unglaublich. Wenn man so direkt auf dem Zuschwimmen, dann kriegt man ganz kurz eine kleine Panikattacke. Aber dann gucken sie nur und sind schon wieder weg. Ihre Neugier wird Haien allerdings oft zum Verhängnis. Die Leute nennen das einen Sport, das ist Sportangeln. In den USA ist das leider eine äußerst beliebte Freizeitbeschäftigung. Jahr für Jahr finden dort sogenannte Monster-High-Angelturniere statt. Bis zur völligen Erschöpfung werden die Tiere an den Angelhaken gedrillt, hinter dem Boot hergeschleift und unter tödlichen Stress gesetzt. Diese sogenannten Hobbysportler ahnen vermutlich nicht mal, wie schmerzempfindlich Haie sind. Aber Mitleid ist Mangelware im Sportangelmetier. Dafür gibt's jede Menge Eitelkeit. Sich mit dem mächtigsten Raubtier der Meere zu messen, davon kann man lange erzählen und viele hässliche Trophäen zeigen. Die sportliche Leistung besteht dabei lediglich im massenhaften Blutvergießen. Also so einen Hai kann jeder fangen. Ich meine, den lockst du an, da kannst du draufspringen, die könntest du mit den Händen fangen. Also da gehört wirklich nichts dazu, das ist keine Kunst. Und was wirklich schlimm war, ist, vor ein paar Monaten habe ich auf so einem Sportfishing-Magazin auf dem Titelbild gesehen, dass sie hier an der Nordshore einen 5 Meter großen weiblichen Tigerhai gefangen haben. Auch Tigerhaie sind bedroht. Zu ihnen hat Stefanie eine ganz besondere Beziehung.
vor allem zu Princess, einem Tigerhai-Weibchen, das jedes Jahr über Monate hinweg genau an diese eine Stelle kommt. Zwischen Steffi und Princess ist eine exotische Freundschaft gewachsen. Ungewöhnlich, fast schon zärtlich begegnen sich die beiden. Das riesige Tigerhai-Weibchen akzeptiert Steffis Berührungen. Das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Gewöhnung aneinander. Vertrauen gegen Vertrauen. Doch solange wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, bleibt man beim bewährten Mythos des ewig Bösen. Ein garantierter Verkaufsschlager. Ich bin unterwegs im chinesischen Viertel von Honolulu. Hier gibt es Hai in allen Variationen. Als Kopf an die Wand genagelt, als Zahn um den Hals gehängt. Das mörderische Gebiss des Hais ist ein zeitloser Reißer. Besonders kreativ zeigt sich die Pharmaindustrie. Hai in Döschen, als Tabletten und Kapseln, zum Lutschen, Kauen und Schlucken. Die Idee ist primitiv und simpel. Haie sind kraftvolle Tiere und haben ein gutes Immunsystem. Laut Packungsbeschreibung stärkt ihr Knorpel damit auch die menschlichen Abwehrkräfte. Es ist ungefähr genauso wirkungsvoll und intelligent, wie einen Hasen zu essen, damit man schneller rennen kann. Extrem beliebt, getrocknete Haiflossen. Im asiatischen Raum gelten sie als Delikatesse. Die sind für eine Suppe. Für eine Suppe? Ja, einfach so 2 Stunden mit einer Hühnerbrühe kochen. Okay. Das ist eigentlich ein evolutionärer Witz, dass wir das wichtigste Tier im Meer ausrotten, um eine Suppe daraus zu kochen. Eine Suppeneinlage, für die jedes Jahr 100 Millionen Haie sterben müssen. Finning nennt sich die erbarmungslose Technik, bei der dem Hai bei lebendigem Leib die Flossen abgeschnitten werden. Ohne Flossen ist der Hai völlig hilflos. Der schwere Körper ist für die Fangboote nur unnutzer Ballast. All diese Grausamkeiten sind Zutaten der Haiflossensuppe. Die fragwürdige Delikatesse wird in beinahe jedem besseren China-Restaurant zu stolzen Preisen von bis zu 100 Euro verkauft. Fork and knife, or how do you eat that? Perfect, thank you. Ein einziges Mal werde ich diese Perversion probieren. Ich will wissen, was dran ist an dieser Suppe, für die ein solches Massaker betrieben wird. Wer denkt sich sowas aus? Ich probiere das jetzt mal todesmutig. Also die Konsistenz ist schon mal gewöhnungsbedürftig, ne? Es ist die größte Geschmacklosigkeit, die ich jemals im Mund hatte. Also meine Oma würde sagen, es schmeckt mir die Zunge zum Fenster raus. Nämlich noch gar nichts. Eine Suppe, die keinerlei Geschmack hat. Für die ganze Hai-Population ausgerottet werden. Es ist so abartig. Und so überflüssig. Doch die asiatischen Märkte wachsen. Die Nachfrage nach der Suppe steigt ständig an und damit das Angebot. Doch wer beliefert diesen unersättlichen Markt? Woher kommen diese Massen von Flossen? Wo sitzen die Drahtzieher, die Hintermänner, die Killer?